Bernhard Lohr ist der Veranstalter des heutigen Abends, zugleich, ich glaube, Vorsitzender sogar vom Verein und auch Direktkandidat der Grünen in unserem Wahlkreis. Was sagst du denn zur Veranstaltung so im Nachhinein? Also veranstaltet habe ich es als Vorsitzender von Faszination Regenwald e.V. Unser Ziel ist ja seit über 10 Jahren, seitdem wir hier tätig sind, auf das Thema globales Artensterben aufmerksam zu machen. Und der Hauptgrund für das Aussterben von vielen Tieren und Pflanzen ist eben das Verschwinden der tropischen Regenwälder. Und das ist eigentlich unser Hauptziel. Ja. Also deutlich zu machen, dass sich unser Planet in einer Art und Weise verändert, wie es eigentlich noch nie in der Geschichte des Lebens der Fall war. Und die Ursache dafür ist eben die Zerstörung von Naturräumen, in allererster Linie der tropische Regenwald, einfach aufgrund dessen, weil es das artenreichste Ökosystem auf unserem Planeten ist. Zerstörung, Naturzerstörung hat eben ganz viel mit Politik zu tun und heute wollten wir einen großen Rahmen spannen. Ja, wir wollten das Thema politisch diskutieren, deswegen war ich froh, dass der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 die Grünen da war. Nicht, weil wir der gleichen Partei angehören, sondern weil ich wollte einen Politiker haben, einen Spitzenpolitiker, der Zusammenhänge erklären kann und auf den Punkt bringt, im Sinne des Naturschutzes. Das war der Grund, ihn einzuladen. Und gut, dass Hannes Jähnke da war, einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands, der Protagonist, wenn es um bedrohte Tierarten geht, das war für uns als nicht allzu großer Verein tatsächlich eine ganz, ganz, ganz große Sache. Wie habt ihr das denn geschafft, den Hannes Jähnke herzukriegen? Hannes Jähnke ist ja seit vielen Jahren im Naturschutz tätig. Sein erster Film über bedrohte Tierarten war über Orang-Utans. Wir als Verein engagieren uns ja seit vielen Jahren in Borneo, seit 2006 mit unserem Kollegen und meinem guten Freund Herrn Duber zusammen, der Vorsitzende von Fans for Nature e.V. ist. Genau, und wenn man sich für den Schutz von Orang-Utans einsetzt, dann ist die Gemeinde in Deutschland nicht so riesig, da kennt man sich. Was ist denn weiter geplant? Gibt es schon weitere Veranstaltungen oder weitere Pläne? Ja, also was wir machen, ist ja diese Regenwald, die Reihe von Regenwaldnächten. Wir versuchen ja eigentlich immer zu unterhalten und zu informieren, diese Kombination, diese Verbindung zu schaffen. Da hatten wir ja schon das große Glück, so einen bekannten Star wie Diana Damrau da zu haben, aber auch andere tolle Künstlerinnen sind für uns schon aufgetreten. Mit Michael Mendel habe ich ja schon 2 Dokumentationen gemacht, der kommt eigentlich auch regelmäßig zu unseren Regenwaldnächten. Also da werden wir sicherlich weitermachen. Die Thematik Zerstörung tropischer Regenwälder damit verbunden, ein unglaubliches Artensterben quasi öffentlich zu machen, den Weg werden wir sicherlich weitergehen. Okay. Es war ja ziemlich voll jetzt. Ich glaube, bist du auf dem letzten Platz gefüllt. Also kann man als Erfolg betrachten, die Veranstaltung. Ihr habt ja sonst eher so Filmvorführungen gemacht und heute, glaube ich, das erste Mal eine Podiumsdiskussion. Werdet ihr weitere Podiumsdiskussionen machen oder lieber wieder auf Film setzen? Naja, entweder oder würde ich jetzt gar nicht sagen. Für uns war das heute ein neues Format als Verein. Das haben wir tatsächlich noch nicht gemacht. Und die Resonanz war jetzt sehr positiv, wie wir heute bekommen haben. Und wenn sich das ergibt, werden wir den Weg gerne weitergehen. Aber die nächste Regenwaldnacht ist sicherlich unser primäres Ziel. Okay, das war's. Vielen Dank. Ja, das ging ja schnell.